Hey Leute, der leichte Bäcker hier und heute machen wir ein Emma Vollkornbrot. Alles, was ihr dafür braucht, seht ihr hier. Und hier haben wir das Emmermehl. Das ist eine sehr alte Mehlsorte. Das wurde schon vor ca. 10.000 Jahren benutzt. Das macht das Ganze etwas bekömmlicher, gerade wenn ihr Probleme mit den hochgezüchteten Weizenmehlen habt. Und natürlich brauchen wir einen Ofen. Na dann lasst uns mal anfangen. Wir beginnen mit der Zubereitung eines Pulichs. Dazu nehmen wir 130 Gramm von dem Emma Vollkornmehl, 130 Milliliter Wasser und ca. 1 Gramm frische Hefe. Weil das Abwiegen davon etwas schwierig ist, das ist so die Größe von einer Erbse. Oder gerade so eine Messerspitze Trockenhefe, falls ihr Trockenhefe benutzt. Dann verrühren wir das Ganze und können den Pulich für 7 Stunden abgedeckt bei Raumtemperatur stehen lassen. Sieben Stunden später, schau dir mal jetzt diesen Pulich an. Wie schön der jetzt aktiv ist, überall sieht man kleine Bläschen. Diese ganze Aktivität bedeutet für uns dann Geschmack und eine gute Kruste beim Brot. Und jetzt bereiten wir uns den Hauptteig zu. Dafür nehmen wir 370 Gramm Emma Vollkornmehl, dann 220 Milliliter Wasser, das sind 70%, 10 Gramm Salz, das hat einen Anteil von 2% und 15 Gramm frische Hefe, das wären 3% oder 5 Gramm, falls du Trockenhefe benutzt. Und zuletzt kommt natürlich auch noch unser Pulich hinein. Und dank Editing Magic ist das Ganze mit nur 3 Fingerschnippen verknetet in einer anderen Schüssel und der Deckel drauf. Jetzt lassen wir den Teig für 2 Stunden ruhen. Nach 2 Stunden ist unser Teig so richtig schön aufgegangen. Und jetzt schau mal, unser Teig ist genauso schön aktiv wie unser Pulich war. Überall sehen wir kleinere und größere Blasen. Einfach klasse. Jetzt noch schnell das Backblech mit ein bisschen Mehl bestäubt, damit uns das Brot auch nicht am Backblech kleben bleibt. Und dann können wir jetzt den Teig auch schon zurückkneten und in Form bringen. Dazu bemehlen wir uns auch die Arbeitsfläche und auch ein wenig den Teig. Dadurch bleibt der Teig weniger an den Fingern kleben, was bei so einer großen Hydration gerne der Fall ist. Und nun greifen wir den Teig an allen Seiten und schlagen diese um in die Mitte. Dann würgen wir den Teig auch schon rund und bringen ihn in eine längliche Form. Ich nehme mit dem Teigstück jetzt auch noch ein bisschen von dem Mehl auf, was hier auf der Arbeitsfläche liegt. Dann kann ich mir das Bemehlen des Teigstücks sparen. Noch kurz den Teig abgedeckt und nun kann dieser für 40 Minuten ruhen. Währenddessen bereiten wir uns schon mal den Backofen vor. Dazu stellen wir diesen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze. Und wir stellen ebenfalls eine Schüssel mit Wasser in den Ofen, um Dampf zu erzeugen. Der Dampf hilft dabei, dass das Brot beim Backen schöner aufgeht und die Kruste knuspriger wird. Wie du jetzt siehst, ist der Teig richtig schön aufgegangen nach 40 Minuten. Jetzt können wir dem Brot noch schnell eine Verzierung verpassen. Ich mache das Ganze jetzt über einen Längsschnitt und 3 Querschnitte. Aber das ist natürlich ganz dir überlassen, wie du dein Brot verzieren willst. Nun ab in den Ofen mit dir und wir backen das Brot bei 250 Grad für 15 Minuten. Viel Spaß beim Ofenkino! Nach 15 Minuten reduzieren wir die Hitze auf 220 Grad und wir holen auch die Schüssel mit dem Wasser aus dem Ofen. Jetzt backen wir das Brot für weitere 25 Minuten. Viel Spaß dabei! Das Brot sieht doch richtig klasse aus. Wie vor 2000 Jahren. Da hat das Emmermehl für eine richtige Authentizität gesorgt. Mir ist das Brot jetzt hier trotz Bemehlen des Backblechs ein wenig festgebacken. Das ist aber kein großes Problem, wie du siehst. Ich muss nur ein wenig Kraft aufwenden, um das Brot vom Backblech zu lösen. Jetzt noch schnell die Klopfprobe gemacht. Und das klingt doch richtig hohl. Klasse. Nachdem das Brot jetzt etwas ausgekühlt ist, kann ich es endlich anschneiden. Das klingt doch richtig köstlich. Und jetzt schau dir mal diese für ein Vollkornbrot typische Maserung an. Richtig klasse gelungen. Und das Brot springt auch wieder sofort zurück, nachdem man es zusammengedrückt hat.
einfach perfekt. Und jetzt hast du gesehen, wie ein Brot mit einer Getreidesorte von vor 10.000 Jahren aussehen kann. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In Zukunft werden noch viel mehr Brotbackrezepte folgen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, Ideen, Anregungen, lass mir gerne auch einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video.